you? You on fire? No, please, please, I need to stop. No, 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 fire, get out. Hey, sorry, please. Sorry. Wegen dir bin ich gefeuert. Das Video ist jetzt speziell für Björn von Pfitzner Waffen. Der feiert das Teil nämlich total ab. Ich finde es auch richtig cool. Und hier hat man die Möglichkeit, wie bei der MP5, kann man jetzt hier drücken und den Schaft komplett einziehen. Und dadurch ist es natürlich noch ein bisschen kompakter alles. Ja. Und hat trotzdem das schöne, tolle Kaliber. Stahlblech. Und das wiegt halt eine ganze Menge. How much is the weight? The weight of this gun? A lot of weight. How much kilogram? 4,5 Kilo, ja, also das merkt man wirklich. Also wenn man mal die VFC-Produkte in der Hand hat, das G3, das ist wirklich eine Leichtigkeit. Wenn ich das jetzt hier so halten will, das ist ganz schön, ganz schön, ganz schön schwer. Und du merkst auch hier allein hier die Power, die du jetzt hier schon bei der Feder hast, das ist richtig stramm. Ja, ja, bam! Also hier ist richtig, richtig, richtig Dampf drauf. Die 53? Ah. Das Teil wird es demnächst auch geben bei Umarex, Gas Blurberg betrieben, da bin ich auch schon sehr gespannt. Das ist wirklich auch eine schöne kurze Variante sozusagen der Papa von der MP5. So vom Aufbau alles identisch, aber halt ein größeres Kaliber. Und wurde, glaube ich, bei vielen Spezialeinheiten früher genutzt. Jetzt, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt noch im Einsatz ist. Vielleicht noch irgendwelche Reste. Aber finde ich auch sehr, sehr schön. Jetzt kommen wir zum nächsten, was ich euch zeigen möchte. Habt ihr schon gesehen, habe ich geklaut, aber ehrlich wieder auch wieder zurückgepackt. Ich mache das nochmal. Ja. Eine Limited Edition. Stainless Steel, das ist nicht nur einfach so drüber gepinselt, sondern die ganze Waffe besteht wirklich aus Edelstahl, von Hand poliert, mit richtigem Holz. Ja, und hat auch ordentlich Gewicht. Ich weiß nicht, ob das offiziell nach Deutschland kommt, weiß auch gar nicht, wie viele Versionen davon, aber die meinten, das ist eine einmalige Produktion. Und wenn die dann weg ist, dann ist sie halt weg. Und mega genial. Ich sehe gerade, da kommt das nächste. Bruce, wir kennen dich ja. Mega schwer. Ich habe hier einen absoluten Brocken. Also manchmal ist es auch sehr nachteilhaft, wenn alles sehr exakt nachgefilmt worden ist. Das Ding ist richtig, richtig schwer. Ja, russisches Maschinengewehr. Kennst du dich mit dem Ding aus? Real Steel Facts? Komm mal ran. Ich denke mal, er kann noch ein bisschen mehr erzählen. Guck dir mal die Arme an. Ja, kann die halten. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, absolute Schönheit, aber extrem originalgetreu nachgebildet. 12 Kilo, schwer, ohne BBs. Auch 4000 Schuss passen ins Magazin. Ansonsten, ja, im deutschen Markt, bisschen schwierig mit 0,5 Joule, 12 Kilo. Ja, das ist wirklich was für einen Sammler. Entweder bist du so ein Bär oder bist du ein absoluter Sammler. Ein absoluter Hingucker, ja. Auch in den Shops oder sonst irgendwo ambientemäßig. Muss. So, oder über dem Kaminfeuer für einen romantischen Abend, ja. Wenn das Lagerfeuer knistert und das Feuer so, das Maschinengewehr so anleuchtet. Ach, auf jeden Fall. Das wird schön, oder? Ja, absolute Schönheit. Ja, ja.
Ja, sehr cool. Denn ich denke mal, da brauchst du auch keine Sorgen machen, dass ich das klaue. Ich denke, da komme ich auch nicht viel weit. Aber ich bring's mal zurück, komm mal mit, da ist nämlich noch was anderes. That's okay. Oh. Aber ich zeig euch mal was anderes. Noch eine absolute Schönheit. Ich denke mal, der Tobi findet das Ding auch genial, oder? Ja. AK-12. Mit Trommelmagazin. Das Ding ist auch hölle schwer. Ist auch originalgetreu nachempfunden. Richtig schön. Jetzt komm mit der Kamera. Ein guter Freund hier vor der Kamera. Der Gerti, wie lange habe ich den gesehen? Du bist ja grau geworden. Ja. Weiß. Ich muss so für euch streicheln, den Bruce die ganze Zeit rücke, so irgendwie. Ne? Das hat was, ja. Alter, da fällt mir auch gerade ein. Hast du das M2 noch im Keller? Ja. Ja. Da musst du eigentlich immer einen Deal machen. Mhm. Bei ihm staubt nicht so ein Browning M2 rum. Ja. 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 Er weiß nichts. Da steht so ein Schild dran. Bruce, ja. Und so eine riesige Spinne hat dann schon ihr Netz da gebaut, hat schon mehrere Generationen von kleinen Spinnen großgezogen. Ja. Da müssen wir was tun. Ja, du wolltest ja mal runterkommen irgendwann. Ja. Weil ich glaube, die Busverbindung ist so schlecht in Berlin aus. Ich verstehe. Machen wir das. Super, dass ich mal wieder, ey, das ist wirklich ewig her, du bist 2017, 18 oder so? Ja, bei uns von 2016, glaube ich, auf dem Firmenfest. Mhm.